Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also, es kommt auch drauf an, welcher CSD. Wenn ich jetzt beispielsweise an CSD Berlin denke, das war durchaus mehr Party. Aber hier in Halle beispielsweise, finde ich, hat es immer noch diesen Demo-Charakter. Und halt im Anschluss ein Straßenfest, das sagt ja schon der Name, aber da finde ich, ist die Demo immer noch mehr eine Demo. Der CSD ist beides, eine bunte Party und eine Demo zugleich. Die bunte Party ist in dem Sinne, wenn jetzt alle Leute auf die Straße raufgehen, Glitzer im Gesicht haben oder, also jetzt nicht, ich bin eher schwarz und etwas normal angezogen, aber wenn man sich umschaut, dann sieht man schon Leute, die rauskommen, aufblühen, ja, ein bisschen lustiger sind, so alles, das ist auch gut so, das soll auch so sein, ja, und die Demo ist jetzt an sich, dass die Leute überhaupt rausgehen, ja, dass zum Beispiel auch Leute, die heterosexuell sind, sage ich jetzt, ne? Die heterosexuell sind, auch rausgehen, auch dafür protestieren, dass mehr Homosexuelle mehr Rechte bekommen, dass sie auch dieselbe Anerkennung bekommen, dass sie auch Kinder adoptieren können, genauso wie heterosexuelle Paare, ja? Also ich muss da einfach rückblickend beantworten, weil ich auf 2019 nicht auf so vielen CSDs war. Ich war halt in Wiesbaden, in Mainz, in Frankfurt und in Köln und muss halt einfach sagen, es ist ein Mischmasch. Ich würde auf jeden Fall Demo sagen. Ich meine, wir sind hier, weil, also hier treffen wirklich alle Menschen zusammen, die irgendwie in diese Richtung gehen, in dieser Richtung sind und wollen für etwas kämpfen. Klar gibt es hier und dort immer wieder Personen, die Alkohol trinken, einfach zusammen Spaß haben wollen und so weiter. Aber auch das zeigt eigentlich nur, wir wollen zusammen Spaß haben. Jeder kann hier hinkommen, auch Heterosexuelle, Cis-Menschen, jeder. Wir können zusammen Spaß haben, machen, was wir wollen. Wir sind alle Menschen und das gehört so. Dementsprechend würde ich schon sagen, es ist eine Demo, auch wenn wir zusammen Spaß haben. Für mich ist es ehrlich gesagt mehr die bunte Party. Ich freue mich, Leute zu treffen und Leute zum Armen. Alles toll einfach. Das kommt immer ganz auf den CSD an. Ich war auf CSDs, wo es eindeutig mehr Party war. Und ich war aber auch auf zwei CSDs, wo es deutlich besser war. Wo eben auch sehr viel politisch umgesetzt wurde. Bei einem der CSDs lief auch die Ministerin rum, die sie eben auch mit den Leuten vor Ort gesprochen hat. Da hatte ich den Eindruck schon, dass es sehr politisch war. Ich würde sagen, wir feiern das Erreichte und wir kämpfen und demonstrieren für das noch nicht Erreichte, was notwendig ist.